Stell dir vor, du stehst in New York City und winkst bis nach Dublin. Und die Menschen in der irischen Hauptstadt winken zurück. In Zeiten von Videotelefonie und Online-Konferenzen sollte das eigentlich keine Überraschung mehr sein. Und doch ist dieses Portal zwischen den Städten beiderseits des Atlantiks zu einer Attraktion geworden. Noah Krause freut sich an diesem Dienstag in New York über ein Wiedersehen mit seiner Schwester. Es ist so cool. Sie war zufällig auf dem Weg nach Dublin und wir wussten, dass das Portal in der Nähe war und dachten, es wäre cool, das auszunutzen und uns zu sehen. Es ist wirklich lustig. Über 5000 Kilometer Luftlinie entfernt begeistert das Portal auch Fußballfans, die zum Europa-League-Finale nach Dublin gekommen sind. Es ist ein großartiges Experiment, zwei Städte, die so weit voneinander weg sind, miteinander verbunden zu sehen, Menschen in New York und Menschen aus Dublin miteinander zu sehen. Ich denke, das ist etwas Besonderes, das es so noch nie gegeben hat. Ich bin ein großer Fan davon. Friede, Freude und Völkerverständigung waren seit dem Start des Projekts Anfang des Monats aber offenbar nicht die einzigen Gründe, sich vor die Linse zu wagen. In Dublin entblößten sich Kneipenbummler spät nachts und zeigten Pornobilder. In New York zog mindestens eine Frau ihren Busen blank. Das Portal wurde vorübergehend geschlossen. Nun soll ein neues Sicherheitskonzept unangemessenes Verhalten verhindern. Wenn jemand dem Portal zu nahe kommt, sollen Sensoren dafür sorgen, dass das Bild unscharf wird. Zudem wurden die Betriebszeiten eingeschränkt.